Eine wirklich sehr groovy Sprache. Groovy. Diese Programmiersprache wurde von James Strachan designt, später von Julian LaForge, Jochen Theodoro, Paul King und Cedric Champoux in Mithilfe von The Groovy Project und der Apache Software Foundation weiterentwickelt. Letztere Stiftung ist für viele Projekte wie den Apache Web Server, Ant, Maven, OpenOffice, Tomcat, den Apache Kampfhubschrauber sowie Dutzende andere verantwortlich und wird unter anderem von Google, Microsoft, Yahoo, Facebook, Hewlett-Packard, IBM und vielen weiteren Tech-Companies gesponsert. So gut wie alle Apache-Projekte sind Open Source veröffentlicht, was bedeutet, dass der gesamte Quellcode frei für jeden zugänglich ist und verändert werden kann. Gleiches gilt auch für die Programmiersprache Groovy. Groovy läuft auf der Java-Plattform. Das heißt, die Sprache arbeitet mit der Java Virtual Machine. Die Java-Plattform wurde ursprünglich, genauso wie die Programmiersprache Java, von dem US-amerikanischen Unternehmen Sun Microsystems entwickelt. Später wurde das Projekt jedoch nach der Übernahme von Sun Microsystems durch Oracle von dieser Firma weitergeführt. Die Java Virtual Machine bildet einen Bestandteil der Java Runtime Environment, kurz JRE, welche zur Ausführung aller Java-Programme dient. Jedes Programm wird in einer eigenen virtuellen Maschine ausgeführt, die zur Kommunikation zwischen Java und der Hardware bzw. dem Betriebssystem dient. Genug von diesem Exkurs, den wir im Video über Java nächste Woche ausführlicher behandeln werden. Während so gut wie alle durchschnittlichen und von der Syntax her korrekten Java-Dateien auch mit Groovy ausgeführt werden können, ist dies umgekehrt in den meisten Fällen eher nicht möglich, da Groovy auf einige Elemente verzichtet. Das führt zu einem kompakteren und kürzeren Quellcode. Dadurch, dass alle Syntaxelemente von Java auch in Groovy verfügbar sind, können sich Java-Developer leicht an Groovy herantasten. Zuerst können sie in der Sprache gleich wie auf der Insel schreiben, später sich dann langsam mit den Groovy-Besonderheiten zurechtfinden. Kurz gesagt, wenn du Java kannst, kannst du auch Groovy. Wenn auch vielleicht nicht mit allen Vorteilen von Groovy. Neben der verkürzten Syntax hat diese Java-abgewandelte Programmiersprache auch noch einige andere Besonderheiten. Beispielsweise werden einige Packages in Groovy standardweise importiert, da diese sehr häufig sowieso in Java-Projekten genutzt werden. Außerdem gibt es einige Änderungen im Verhalten von Methoden und Klassen. Alle weiteren Unterschiede kannst du unter dem Link in der Beschreibung nachlesen. Im Vergleich zu schon nicht als schnell bekannten Sprache Java ist Groovy noch langsamer. Das hält die Sprache aber nicht davon ab, die Top 50 der meistgenutzten Sprachen des Diobel Rankings zu befüllen. Kommen wir also zum Fazit. Alles in allem würde ich diese Sprache nicht unbedingt Anfängern empfehlen. Nicht, weil sie so überaus schwer ist, sondern weil ich denke, dass Java zum Einstieg sinnvoller ist. Solltest du, ja genau du, allerdings schon viele Erfahrungen auf der Insel gesammelt haben und du fühlst dich sicher in Java, dann könntest du durchaus in Erwägung ziehen, Groovy als nächstes zu lernen, da es nicht allzu lange dauern sollte und du danach schnell mit PHP, Python oder C-Sprachen weitermachen kannst. Oder aber mit jeder anderen Sprache. Das ist natürlich vollkommen dir überlassen. Natürlich kannst du auch Groovy überspringen oder verschieben und direkt mit einer anderen Sprache fortfahren. Vielen Dank fürs Zusehen, lass doch gerne eine Bewertung da und über Kommentare würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Ich hoffe, im nächsten Video sehen wir uns wieder.